Hallöche, Popöche, Leute! Willkommen zum heutigen Video. Ich habe geschwind ein paar Infos für euch. Fuck, warum sind die verschissenen Fenster zu? Schnell. David, schnell. Und zwar wird der Stream diesen Freitag auf jeden Fall früher stattfinden als gewohnt. Und zwar wohl schon um 17 Uhr, also 5 Stunden früher als sonst. Ich bin privat eingeladen und weil diese Einladung nachkommen und damit ich eben pünktlich da am Start sein kann, muss ich den Stream extrem vorverschieben. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn nach hinten schiebe, aber dann dachte ich mir, das ist ja kacke. Also nach hinten ist eher blöd, weil dann, ja, da wird es dann ultra spät, ne? Also dann ist dann wahrscheinlich keine Sau mehr da. Und dann lieber nach vorne verlegen. So ist es dann vielleicht für manche noch besser als sonst, wer weiß. Hallöchen. Dankeschön, Monsieur, für dein Loot. Ich mach mal geschwind die Tür zu. Ah, kurz die andere auch noch. Hier sind 100 Pro noch andere. Ich habe euch jetzt halt Mucke angemacht und kann nicht gut hören. Aber das wird schon. Eine K. Okay. Ich lad mal kurz das Ding nach. Wir machen das Scope da dran. Ja, also um 17 Uhr wird die ganze Show so stattfinden. Das heißt, ich hoffe, ihr könnt euch merken, dass wir dann bis 20 Uhr wahrscheinlich so live sein werden. Jawohl, geil, die neue Wumme. War da einer da drüben? Ich check kurz, bevor ich aufhebe. Im Solo-Cube bin ich immer ultra vollgeschissen vor Angst, weil ich denke, fuck, die kommen gleich von überall. I know it. Naja, nicht direkt, der schon wieder nehmen, du Grasdackel. So. Ich habe jetzt noch keinen gesehen. Habe ich die Pistole schon durchgeladen? Ja. Okay. Oh Gott, hat drin mit geballert. Ich gehe jetzt erstmal noch nicht dran, weil ich echt less Money habe. Ich brauche mehr Muni. So, das ist die Muni, die ich brauche, oder? Für die neue? Ne, die braucht 556, okay, alles klar. Ja, also spieltechnisch werden wir wahrscheinlich einfach bei dem Standard bleiben, am Freitag eben mit CSGO anfangen. Hallo? Ich habe mit Linksklick aufgehoben, ne, und habe kurz gedacht, dass, um Gottes Willen, ey, voll neben der Spur. Voll neben der Spur und keine verschissene Muni für mich. Bitte, komm schon, Leute, das soll jetzt nicht wahr sein. Ja, mit Counter-Strike anfangen und dann wie immer weitergehen, übergehen zu... Oh, glaubt ihr, ich krieg hier was gebacken, hier oben? Das wäre geil, wenn ich einen sehen würde. Voll Rambo-mäßig jetzt hier gerade. Hier irgendwo wurde geschossen, da vorne. Gucken wir mal, ob ich da geschwind... Hopp. Also, untertauchen kann. Ja, und nach Counter-Strike wird dann wieder irgendwelcher cooler Kram gespielt. Wir haben jetzt ja gerade diesen Freitag auch richtig rotiert und haben, alter Verwalter, ist das diese Ultra, achso, das ist, okay, naja, und haben Garry's Mod gespielt und auch, ja, PUBG, da haben wir eine schöne Rotation drin gehabt in den Spielen, Hallöchen, schnell schließen, ging das Auto da, ich glaube, das war ganz, kann das sein, ich meine, dass es ganz war, wo ist der Sack, der da drüben geschossen hat, Verschissel? Oh mein Gott, das habe ich hier aber nicht aufgemacht, ne? Den ganzen Kram. Naja, oder? Habe ich das aufgemacht? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin. Ist das mein Starthaus gewesen? Also ist auf jeden Fall noch einer hier in der Nähe. Und ich denke, er weiß auch, dass ich da bin, weil ich rumgesteppt bin wie so ein... Oh, warte mal. Ist das für eine MP? Ah, ne, für die. Geil. Weil ich rumgesteppt bin wie ein Walross. Das könnte dann kritisch werden. Ich glaube, er ist so in die Richtung. Hier irgendwo ist er. Oh, hier ist er. Ich sollte vielleicht die Mucke ausmachen, einfach als taktischer Vorteil. Ich habe es auf, ich glaube, auf 30% sogar runter geregelt. Ist er gerade gelaufen? Hat er mich nicht gesehen? The fuck? Oh mein Gott. Das ging fast, Monsieur. Heide, nein, er hat mich doch gesehen. Schade. Ja, also ihr wisst Bescheid, am Freitag fängt der Stream, wie gesagt, schon um 17 Uhr an und nicht erst um 22 Uhr. Und wir streamen dann bis ziemlich genau 20 Uhr. Also ich gucke, dass ich am Ende dann auch irgendwas Offenes spiele oder dass wir was Offenes machen, vielleicht eine Talkrunde oder sowas, dass ich dann rechtzeitig raus kann. Ich will jetzt noch so eine Dinger aufmachen hier, so ein Kistchen. Guck mal, hier im Hauptmenü ist doch eh Mucke an. Kann ich auch direkt... So, Kisten. Kiste erhalten. Dankeschön. Kann ich die direkt aufmachen? Gegenstände. Inventar. Kiste. Jawohl. Achtung. Oh mein Gott, was krieg ich da? Ich glaube, die ist auch viel wert. In beige sogar. Beige. So eine Farbe, die eigentlich niemand kennt. Ach komm, gib mir noch eine.
Ich hab doch genug Punkte, oder? Jo, 10.000. Mensch, Mensch, Mensch. Krieg ich die auf? Manche Kisten kann man ja nicht direkt aufmachen. Die geht nicht auf, ne? Doch, jetzt. Oh Gott. Achtung, passt auf. Komm schon. What the fuck? Alter, warum lädt der so lang? Oh Gott, ist die jetzt kaputt gegangen? Rollung des Grauens? Hallo? Bitte versuche es später erneut? Guck mich jetzt gerade hier mal, oder? Wollen Sie mich gerade verjuckle, du, die Gauner? So, jetzt aber. Shop. Inventar. Aha, ein graues Tanktop. Aus der Offiziers-Hardcore-Kiste kommt ein graues Kacktop raus. Und hier muss man einen Schlüssel kaufen. Was kostet so ein Ding? Ich guck mal kurz. 2,50 Euro! Die sind doch verrückt. Die sind doch sogar bei Go sind so runtergegangen mit den Schlüsselpreisen, oder? Man kann sich Replays angucken. Was es alles gibt, Leute, wo ist dieses Überreplay? Wo ist es? Sehe ich doch meine Kills? Warte mal. Null, null. Das sieht schon mal sehr, sehr schlecht aus. Das sind die aus dem letzten Stream, warte mal. Irgendwo lief so krass. 4, 3, 8, 2. Das war eine geile Runde hier. Wir haben zwar keinen Dinner geholt, aber es war so abnormal krass, wie ich da abgegangen bin. Holla die Waldfee. Reingebuttert ohne Ende. Ach, das ist die Uhrzeit, nicht die Länge. Ich dachte schon, 39 Sekunden war ich aber fix mit den 8 Kills. Okay. Geil. Habe ich nicht gewusst, dass man sich den Shot angucken kann. Und jetzt kann ich einfach auf Spielen drücken, da bin ich drin. Kann man doch hin und her zoomen, also switchen, ihr wisst schon, in der Zeit. Da kann man ja unter die Freck-Movies machen, ey. Okay. Geht das? Kann ich irgendwie... Da unten. Guck mal, da unten kann man... Kann ich da jetzt vorspulen? Hallo? Ey, es ist ja ultra krass. Du kannst ja mega krasse Videos draus machen, ne? Guck mal, du kannst einfach rausgehen, freie Kamera und so weiter, ja? Kannst wieder, hoffentlich kann man sich selbst wieder finden. Ich hab mich. Das habe ich gar nicht gewusst. Bin ich das? Ist das der coole Boy? It's your boy, Skinny P? Ja, das bin ich. Mit Honey G, Adrian. Wer war noch dabei? Da war noch jemand, das weiß ich. Genau. Hä? Ah, da, der Senpai. Senpai! Ryu ist das, genau. Da habe ich direkt am Anfang, wartet mal kurz, das muss ich euch noch zeigen. Alter Verwalter, direkt am Anfang reingebuttert ohne Ende. Das war so edel. Also wirklich kein Vergleich zu dem gerade eben, zu dem Gedödel. Aber es gab halt durchgehend Action. Also die Gegner hatten nie Zeit, so wie das gerade eben, ah, man sieht sich und dann kurz vorbereitet auf den Kampf, sondern es war einfach, man sieht sich, so wie auch vorhin, den ich genutzt habe da im Haus. Adrian und ich landen direkt beieinander. Das muss ich ganz kurz, pass mal auf. Kann ich mich jetzt einfach anklicken? Kann ich mich grundsätzlich finden, auch wenn ich nicht dahin gucke? Nee, nehme ich jemand anderen. Scheiße. Drücke B, du bist außerhalb der Aufzeichnung. Was? Bin ich jetzt wieder bei mir? Auf B komme ich immer zu mir. Okay, cool. Achtung, passt auf. Da draußen wird direkt gebollert. Ich messe einfach irgendwas, keine Ahnung. Echt, das ist cool. Ich habe echt nicht gewusst, dass das geht. Hammer. Da kann man ja richtig krasse, also wenn man diese Timeline da unten noch bewegen könnte, was bestimmt auch irgendwie geht, vielleicht sogar mit Zeitlupe oder, warte mal, da rechts, Phase 1, nee. Wenn man da sogar noch Zeitlupe oder sowas hinzuschalten könnte, wäre das der Wahnsinn. Krass. Da, so kann man die ganzen lustigen Videos machen, wenn jemand Granaten schmeißt und sowas. Ich habe echt nicht gewusst, dass das geht. Oh, pass auf, Senpai wurde gehittet. Ich renne hoch, hoffentlich um ihm direkt zu helfen, oder bin ich gerade am Pussy? Nee, ich gehe direkt raus, Alter. Guck mal. Okay, ich laufe gegen die Wand. Sehr gut. Der Feind kniet. Ah, nee, der Adrian ist dabei. Genau, er hat ihn gerettet. Aber jetzt muss ich gleich zur Hilfe reinschreiten hier. Pass auf. Achtung. Neben mir ist Senpai. Ultra low HP. Adrian ist da drüben am Ballern mit den Boys da. Ich glaube, Adrian stirbt jetzt. Genau, Adrian ist hier jetzt gefallen. Ich helfe ihm. Und jetzt passt auf. Gleich rappelt so brutal im Karton. Der kommt drüber. Der kommt her. Ich glaube, ich höre ihn steppen. Geh außen rum. Er entscheidet sich für das Gleiche. Ich habe die Tür da aufgemacht, weil ich dachte, dann glaubt er, dass ich im Haus bin. Und jetzt kommt der Trick des Grauens, Alter. Außen rumrennen, wie so ein Gauner. So, Adrian hat da wieder angebollert und ich... Bam, 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 bam. Hab ihn gelegt. Wie ein Schnitzel. Zack, tot. Achso, jetzt kann ich gar nicht zurückspulen, um zu gucken, wie ich geaimt habe. Ohne Witz, Leute. In diesen... Wir haben 2, 3 Spiele gemacht und die liefen ultra gut. Wie gesagt, das waren diese Runden mit 3 Kills, 4 Kills, 8 Kills. Da hatte ich das Aiming des Grauens. Glaube ich, also, nee, ich bin mir ganz sicher, ich hatte es, hört auf zu labern. Ich hoffe, dass es jetzt direkt am Anfang aus zu sehen ist, mein Aiming des Grauens. Pass auf, da drüben wird gemetzelt,
Da kommt der nächste. Boom, Alter! Aiming des grauen Sichts! Alter Verwalter, Schraut hätte es nicht besser machen können. Der nächste Bumme gezogen. Batsch, 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 batsch. Erstmal den. Na, klick, klack. Mhm. Okay, was war das? Keine Ahnung. Einfach ein Schuss in die Luft. Ich glaube, jetzt kommt der durch die. Ich meine, dass der jetzt hier durchkommt. Der will hier rein. Doch nicht? Aber ich gehe dann da rein. Alter, der rennt ganz außen rum. Genau, da habe ich ihn steppen gehört. Haben doch gesagt, Jungs, der kommt gleich von da drüben. Achtung, ich wechsle auf mein. Ja, ja. Alter, dieses Aiming. Absolutes Spitzenklasse-Aiming. Holla die Waldfee. No fucking chance against these Beaches. Oh! Ach, das ist. Fuck. Und jetzt pass auf, es geht noch weiter. Es sind noch ultra viele hier, ne? Ich habe erstmal nachgeladen und mich geheilt. Da hinten ist noch einer. Oder da sind noch zwei. Guck mal, die sind sehr weit weg, okay. Dann war das ein anderes Spiel. Da hatten wir nämlich auch Leute, die hier waren. Ich kam da auch von hinten angeschlappt. Und hab die einfach ultra gelegt. Sind die down? Ah, die sind beide down. Achso, das war es eigentlich schon. Ah ne, da sind die Gegner drin. Guck mal, da. Da sind einfach unter uns, mitten unter uns, zwei Feinde. Der kommt raus. Und er ballert auf uns. Ich renn direkt außen rum, ne? Handy G schreit, ich bin getroffen, aber kann mich in Deckung bringen. Bumm, ich nutze ihn. Kazam! Und ich glaube, den nächsten nutze ich auch noch. Ich habe einfach alle gelegt, die hier waren. Guck mal, Alter, was ich für Aggressivität an den Tag leg. Wo ist der? Der ist da drin, ich höre ihn steppen. Er ist direkt raus, rechts rausgesprungen. Ich schieße auf ihn nach Adrian. Alter, diese. Okay, gut, Leute. So weit, so gut. Ich wusste nicht, dass es geht. Echt geil. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ja, achso, habt ihr jetzt die ganze Zeit. Ihr habt jetzt aber nicht die ganze Zeit Blackscreen gesehen, oder? Ich hoffe nicht. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.